Hi, gute Leute, willkommen zurück im LS22 auf der Südhemmen. Und als allererstes gleich mal zu Anfang, vielen lieben Dank für für das rege Interesse an dieser Map im Moment und für die vielen Aufrufe, für die vielen Kommentare in dem Fall, für die vielen Daumen nach oben, wunderbar. Vielen lieben Dank an euch. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Ostergeschenk gewesen für mich, ich weiß es nicht, ja, kann ja sein. Allerdings habe ich auch ein bisschen, was ja auch meinen Aussagen entspricht, ein bisschen ja, Kritik an der Karte rauslesen können. Hallo ihr Rehe, ihr zieht auch überall rum, ne? Komm, esst mal ein bisschen Gras runter, ne, dass ich nichts mähen muss. Klar, die Gebäude habe ich ja schon gesagt, die gibt es ja schon ewig, ne? Laut euch waren das auch schon das gleiche Gebäude wie im 15er. Hätte man eventuell, weiß ich nicht, ein bisschen aufhübschen können, ja, aber mich persönlich stört es nicht, ja, weil ich habe mir im 15er schon keinen Gedanken gemacht, ob die Halle jetzt weiß ich was, ne, Fachwerk oder wie auch immer ist. Es geht hier um die Funktion, um die Funktion eigentlich, ne, dass da hier die Lager schon verbaut hast und da vorne diese Einkaufsmöglichkeiten, die ich hoffentlich nicht mehr lang brauche, weil wir dann unser Saatgut, Kalk und Gedöns selbst herstellen. Dann vorne das Futtermischsilo, ja. Das ist einfach. Gut, erstens ist mir es gewohnt. Seit Jahren, dass es so ist, ja. Das Lager ist auch schon ewig und 3 Tage, so wie es ist. Aber es funktioniert halt, ja. Das andere funktioniert mit Futtermischen, einfach abkippen, ja. Du hast hier alles schon am Start. Alle möglichen Ställe oder Stallungen. Und Silos und Silage-Silos, Silage-Produktion und whatever, ja. Also, deswegen muss man sich hier auch keine Gedanken machen, wo platziere ich wie, was, warum, ja. Hier ist einfach alles schon da, ja. Auch so ein kleiner Durchgang im Unterstand, ja. Die Details gibt es ja schon ewig, ne. Kannst du hier Stein sammeln. Ich habe hier also auch einen Diesel-Transportanhänger gebraucht und gekauft. Also gebraucht, gekauft. Nee, ich habe ihn gekauft, weil ich ihn gebraucht habe, so war Habe jetzt hier Hochdruckreiniger platziert, weil wir hier putzen wollen. Diese ja, Regale, die hier so laufen, ja, wunderbar. Hier ist noch ein bisschen Diesel reingekommen. Ich habe Diesel gebraucht für den Steinbrecher tatsächlich. Ja. So, hier Produktion. Also ist hier eigentlich schon alles da, was das Herz begehrt. Ne? Und ja, Sounds und. Oh, ob das nachher beim Fahren im Weg ist? Dann lieber zumachen wieder. Ja, es ist ja soweit alles da. Natürlich, ich gebe da dem einen oder anderen recht, was jetzt die ganzen Produktionen anbelangt, ne, ist es wahrscheinlich hier auf der Südhemmen ja ähnlich wie auf der Nordfriesischen Marsch. Ne? Das habe ich ja auf der Marsch auch schon. Übrigens, die kommt weiterhin. Ja, also die Marsch kommt dann wieder nochmal. Die Frühling läuft weiter, nur das am Rande. Habe ja auf der Marsch auch schon gesagt, Leute. Da waren damals Raffinerie, Bäckerei, Metzgerei und so weiter und so fort, Schlachthof. Das war alles damals schon auf der Map fixiert, war auch schon zu nutzen. Ja, und ist ja heutzutage beim LS22 so, dass ja viele Produktionen zwar schon modtechnisch am Start sind, die man sich dann runterladen und einpflegen kann. Allerdings ist es auch so, dass die halt nicht mehr da sitzen, wo sie mal waren. Man kann die wieder da platzieren, wo sie mal waren, aber es ist halt nicht von vornherein schon alles fix und fertig gemacht für die, die halt einfach nur zocken wollen. Ne? Da muss man schon ein bisschen gucken, wie pflege ich die ein. Vor allen Dingen passt es dann mit Autodrive oder mit CP, mit den Abfahren und so weiter. Das ist so eine Sache. Ne? Was ich selbst gemacht habe, also hier die Mühle zum Beispiel, das sieht man halt jetzt ohne Fahrzeug nicht. Können wir uns gleich mal anschauen. Wenn ich das hier mal aktiviere, sieht man es vielleicht. Ja, ne? Also diese Autodrive-Kurse hier, die habe ich alle schon selbst eingefahren. Also hier ist ein Weg, der geht halt komplett rum. Dann ist hier ein Abzweig für Abfahrer 8, da vorne ist Abfahrer 9. Ja, das sind ja auch die einzigen zwei Fälle, die ich bisher nur angefahren bin. Das andere kann noch dazu. Hier vorne habe ich dann die Mühle umfahren, das heißt, auf der anderen Seite der Mühle wird abgekippt. Hier fahre ich dann hin und kann mir hier dann die Mehlpaletten oder sonst was abholen. Ne? Die Mühle ist ja da. Ja? Und es ist ja auch in der
Spiele oder in der Map-Beschreibung steht ja drin, man kann momentan in die ganzen Sachen, zu den ganzen Sachen fahren und kann ja Produkte, Rohstoffe verkaufen. Wenn ich jetzt die Mühle kaufe, wahrscheinlich ist es so, und dann kann ich hier auch dann Mehl aufnehmen und das wieder verkaufen. Dahinter beim Edeka oder sonst wo. Ja. Edeka habe ich auch eingepflegt, also ich habe schon, ich sage mal, die Produktion auf dem Teil der Map habe ich schon eingefahren. Da können wir gerade mal auf die Map gucken. Ja, also hier überall, wo diese weißen Fähnchen hier sind, da war ich schon. Ja. Also erst die Mühle, dann ist hier die Edeka, ja. Dann ist hier, glaube ich, was ist das? Genau, die Ölmühle habe ich schon angefahren. Von wegen abladen und abliefern und abholen. Güterbahnhof und Güterbahnhof Holz habe ich angefahren. Hier die Brauerei ist noch nicht aktiv, zumindest steht es nicht drin. Also auch schon angefahren. Hier die, was war das hier oben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, die Raffinerie, ne Quatsch, das ist die Raffinerie. Das ist die Dieselproduktion, die hoffentlich funktioniert. Hier oben ist die Zuckerfabrik. Ja, die habe ich schon eingepflegt. Dann haben wir hier, das ist die, was ist das nochmal? Ach, das ist das Lädli. Lädli, nee, nicht Lädli, Landi. Der Landi Landhandel. Ja, hier ist Verkaufsstelle, hier ist ein Steinbrecher, beziehungsweise ja, hier kann man dann Steine verkaufen, beziehungsweise abgeben. Hier oben ist eine Kalkstation, da kann man anfahren zum Hole. Dann haben wir hier oben ja, Bahnhof Nord. Den habe ich schon angefahren, wobei das in mancher Ecke ist da gerade ein bisschen eng, um das automatisch anfahren zu lassen. Das muss man halt alles ausprobieren. Dann ist hier der Schafhändler. Den habe ich angefahren. Boah, dann ist hier oben das Sägewerk am Bahnhof. Hier gibt es ein kleines Problem. Hier ist der Bahnübergang ein bisschen so komisch, dass ich mit dem Anhänger hängen geblieben bin. Muss man mal schauen, ob ich da überhaupt mal hin muss irgendwann. Ja, natürlich ist die Map keine High-End-Map. Ja, also du siehst hier gar keine Bahnlinie. Die ist aber da. Ja. Und hier ist auch die, oder ja, hier ist auch die Bahnlinie. Ne? Ich kann mich noch erinnern, da war doch früher dieser alte Dampflokzug ist doch da gefahren. Ne? Ab und zu mal. So, mittlerweile kommt Feder, glaube ich, irgendwie Diesellok oder sowas. Macht ja nichts. Ne? BGA muss ich noch einpflegen, wenn ich hin muss. Hier die Bäckerei Bachmeier habe ich angelegt. Und hier unten und hier neben war ich jetzt noch gar nicht. Ne? Da unten. Da fährt jetzt gerade ein Zug, fährt mitten durch die Pampa. Man sieht halt die Schienen nicht und sowas, ja. Klar, die Map ist jetzt, was weiß ich, 6, 7 Jahre alt. Stört mich aber nicht, ja. Ich kenne die Map, ich weiß ungefähr, wo was ist. Und man sieht ja auch, wo die Straße, das ist ja die Hauptsache erstmal, wo das Ganze, ja, dann stattfindet. Hier Kuhverkauf oder Kuhhandel habe ich eingepflegt. Und was war das nochmal? Das war, glaube ich, eine Destillerie. Keine Ahnung, was das ist. Pferdehof, glaube ich. Konditorei, so ist es. Die Lädli, genau, haben wir auch einen Punkt. Also, ja, das ist schon ein bisschen was. Hier ist die Ölmühle. Miele. Das war der Getreidemühle, genau. Das ist die Schreinerei, müssen wir noch anfahren. Hier ist der Edeka. Wo war denn jetzt die? War die irgendwo so ein Schnapsding? Eine Schnapsidee. Ah, das war hier, glaube ich. Nee, Konditorei. Ich kann es euch jetzt gar nicht sagen. Wo was genau war. Okay. Egal. Auf jeden Fall hier Händler. Was ist da noch? Schreinerei, siehst du? Haben wir auch noch. Also es ist eigentlich soweit alles ganz cool. Ja? Mir macht's Spaß. Und das ist die Hauptsache. So, da haben wir einen CP-Kurs. Sehen 6 Meter für Feld 8, glaube ich. Oder 9. Ne, 8. ja. Ist noch am Start. Dann Rock'n'Roll, my friend. Ah ja. Ich glaube, diese Kuhn-Sämaschine hier braucht 300 Gäule. Ich meine, das ist ja schon kein kleines Ding. Ich finde es halt cool, dass der hier dran hängt. Wisst ihr ja, dass ich mich so darüber so ein bisschen freue, du, ne? Wo fährt denn der jetzt hin? Muss der Ach, da hinten ist der Startpunkt. Na ja, dann viel Spaß. Raps haben wir ausgewählt, weil Raps ist, glaube ich, so mit das Einzige, was wir jetzt im August noch raushauen können. Und wird auch ziemlich Zeit, weil wir haben schon, ja, wenn es nach der Uhrzeit geht, haben wir schon Mitte August. So, ja. Hier mit dem Anhänger, den habe ich mir gekauft. Habe aber auch, weil der 7er hier hat was zu tun gehabt. Ich hatte mir einen 822er Fendt gemietet mit diesem Anhänger hier.
Und mit dem bin ich die ganzen Kurse eingefahren, weil ich gedacht habe, komm, ich muss ja mit dem Abfahrer rinfahren. Wenn ich jetzt mit dem Hilux die Kurse abfahre, dann weiß ich gar nicht, ob das ein Traktor auch hinkriegt. Ne? Und da hat er das Problem, die Stütze hier vorne, die man so sieht, da hängen ja da vorne, die ist, glaube ich, an dem einen Bahnübergang, den ich erwähnt habe, hängen geblieben. Da fährt er nicht alleine. Da muss man dann aufpassen. So, ja. Was tun, sprach Zeus. Die Götter sind besoffen, der Olymp ist voll gekotzt. Der sieht ein, das macht er alleine. Ich würde mal gucken. Sollen wir noch einen Kurs einfahren? Oder Kurse einfahren? Man könnte hier auf dem Hof noch ein bisschen was machen. Und zwar die Tiere könnte man nochmal abchecken. Abfahrtechnisch. Dass man da noch ein bisschen die Stallung und sowas einpflegt, ne? Alles hintenrum, weil hier, ja, hier seht ihr, habt ihr auch Hof, Saatgut und so weiter kaufen. Habe ich auch eingepflegt. Das klappt auch ganz gut mit Kalk, Saatgut und Dünger zu holen. Aber das will ich ja so schnell wie möglich nicht mehr benötigen, weil das kostet ja Geld. Und wenn wir unsere ersten, ich nenne es einfach mal Rohstoffe haben, und dann können wir ja wunderbar unsere eigene Sache produzieren, hoffentlich. So, jetzt muss ich mal gucken, dass wir das anständig und vernünftig hinkriegen. Der fährt in die Richtung, das ist gut. Problem wird wohl sein, wenn ich jetzt mit Autodrive hier rummachen will. Erstens, dass das Tor zu ist, gar. Aber ich denke mal, dass das ein Problem wird, dass man, wenn man hier jetzt das automatisieren möchte mit Beliefern, dass er da vielleicht die Kurven nicht kriegt, beziehungsweise schon die Kurve kriegt, aber dann nicht in den Trigger reinkommt. Ich weiß auf dem Vorgänger, man musste halt hier treffen und hier treffen und hier treffen. Das kann ja jetzt sein, dass das hier ein großer Trigger ist, um das alles dann verteilt wird. Das weiß ich nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Eigentlich könnte man den Frontlader abbauen. Das machen wir auch noch schnell. Weil da kann man jetzt so toll fahren. Irgendwie ist morgens, ganz früh am Morgen, immer meine Nase so ein bisschen verstopft. Ich spreche da so ein bisschen nasal. Ja? War auch mal eine Moderatorin, glaube ich. Eckes, glaube ich. Oder Eckes. So, dann kommt der Frontlader jetzt mal weg. Und geht es mit dem Frontgewicht? Weil besser ist das hier. Ich treffe jetzt aus richtigem Gerät. Sollte so sein. Yes. Das habe ich gewusst, dass der hängen bleibt. Das war nämlich bei der Frühling genauso, ne? Weil ich das zu faul bin, das Frontgewicht abzumachen vorher. Dann läuft die Geschichte so, ne? Ja, auf jeden Fall vielen Dank für das. Also ich finde das klasse, das Feedback. Aber das zeigt eigentlich nur, dass auch noch einige andere Leute die Südhemmen sehen möchten oder ja, eventuell auch drauf gewartet haben, ne? Aber wie gesagt, ich persönlich, vielleicht auch meinem Alter geschuldet, alles weiß ich nicht. Ich finde solche, in Anführungszeichen, Klassiker echt gut. Weil erstens muss ich mich an nichts Neues gewöhnen. Also man kennt die Map im Großen und Ganzen, ne? Und man hat sie früher schon toll gefunden. Und das sind die Südhemmen und die Nordfriesische Marsch und eventuell auch die Porta Westfalia und so einiges andere. Ja, das ist ja damals richtig gut abgegangen, ne? Weil die sind alle ziemlich groß. Es gab hier und da jede Menge Produktionen. Ja, und dann, man kann echt nur hoffen, dass, ja, da das noch ein bisschen erweitert wird. Von wegen, was hat der geschrieben? Die Zigarettenfabrik und die Brauerei. Brauerei gibt es schon, aber ist noch nicht aktiviert. Da gebe ich euch recht. Das wäre vielleicht ganz schön, ne? Ich habe sowieso, bevor ich die Map jetzt angefangen hat zu spielen, habe ich noch gedacht, auch weißt du was? Ich ja, cheat mir einfach 10 Millionen Euro aufs Konto und
Und dann kann ich dann hier ja, Gebäude abreißen, neu platzieren und so weiter. Aber geht ja nicht, ne? Das geht ja nicht. Ich muss erst mal später verbinden. Ne? Das habe ich gemeint. Man muss also hier drauf kommen und muss hier wieder rauskommen. Und dann muss es reichen, dass wir in dem Trigger drin sind zum Abladen. Das kann passieren, dass es nicht funktioniert. So, mach hier mal den Punkt hin. Was war das? Mischfutter anliefern. Ah, nee, doch. Mischfutter anliefern. So, das ist dann Schweinefutter. Mischration an. Nochmal Anlieferung. Anlieferung. Ne? Aber wir können uns dann gerade ausfahren. So. Das mache ich schon auch. Dann fahren wir in die Richtung. Ach, übrigens, das muss ich auch erzählen. Da war, als ich jetzt die Kurse eingefahren hatte. Gestern Morgen war das, oder gestern, ja, Vormittag. War ich da oben an dem Bahnhof, Holzfäller Bahnhof, nenne ich es einfach mal, ne? Da habe ich dann, bin ich dann hängen geblieben mit dem Anhänger auf dem Übergang, auf dem Bahnübergang, was ich erzählt habe. Und habe dann gesagt, komm, steigst mal aus, machst hier den Superkraft-Typen da und hebst den Hänger weg. Kam nicht direkt ein Zug vorbeigeballert. Ja? Und hat mich mal dezent in die Luft abgeschossen. Das war Hammer. So, hier machen wir auch Vollschluss, da fahren wir jetzt direkt selbst ein. Ja, und ich hatte noch Autodrive-Aufnahme aktiviert, das heißt, ich hatte durch den ganzen Himmel hatte ich Autodrive-Punkte. Das war auch nicht schlecht. So, sollen wir gleich am Kuhstall mal gut vorbeifahren? Kann man ja. Das schadet nichts. So. Erstmal da hinten vorbeifahren und das wieder ja, verbinden. Ah, jetzt geht es automatisch auf. Siehste. Danke, liebes Toel. Oder heißt es lieber Toel? Das kann auch sein. So, Ausgabe, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, wenn ich da jetzt automatisiert reinfahren lasse. Das kann man auch. Ja, selbst mal. Man kann zwar vorne dran parken sich, das wäre vielleicht nicht verkehrt. Wenn man hier dann so sagt, okay, wir fahren dann hier vorbei und fahren vor die Ausgabe. Aber der rückwärts reinstoße, es ging zwar. Ne, ich lasse es mal weg. Ich lasse es mal weg. Ich lasse es mal weg, habe ich gesagt. Wie fahre ich jetzt da vorne rum? Wenn ich um die Reihe komme, ist es, glaube ich, günstiger. Weil da vorne um die Ecke kommen, das ist so eine Sache. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit den Kurseinfahrereien hier. Aber ich habe gestern schon, dadurch, dass ich gestern schon teilweise Kurse eingefahren bin, habe ich natürlich in der Zwischenzeit meine Helfer. Die zwei Felder bearbeiten lassen. Wenn ich das jetzt auch weiterlaufen lassen würde, wäre irgendwann die Felder erntereif, bevor die zweite Folge rauskommt, und das wollte ich halt nicht. Deswegen machen wir das jetzt gemeinsam. So, wie hieß das Ding hier? Ich glaube, Silage Silo, glaube ich. Ne? Muss bestimmt noch der Deckel hochgemacht werden noch.
komm, gib mir noch einen Punkt, noch einen Wegpunkt, bitte. Ach, das ist immer so. Danke. Ich glaube, es heißt Silage-Silo. Silage-Silo. Und es ist leer. Natürlich. Und natürlich ist die Aufnahme beendet. Danke dir. Auch mal vom Hof, aber Hof, Silage-Silo, Hof. Silage-Silo. Und Aufnahme wieder weitermachen, bitte. Danke. Ich glaube, das sind die zwei Dinger nicht verbunden miteinander, oder? Nein. Ah, doch. Sehr schön. Bloody good. Ist verbunden. Sehr schön. So, und dann kommt der hier dran. Man kann zwar hier und da wieder noch oder wieder Kurse und Punkte löschen, das ist ja kein Thema. Aber es ist natürlich günstiger, wenn man sich von vornherein ein bisschen überlegt, wie man es am besten, ne? So, und dann können wir hier, kann man tatsächlich machen, kommt das nochmal auch. Dann nehmen wir hier jetzt die Tierfutter-Ausgabe, machen wir komplett. Beides, ist ja beides, ne? So. Tierfutter-Ausgabe. Schwuppdiwupp. Ob man sowas auch einfacher, schneller machen kann mit Autodrive und sowas, das weiß ich nicht. Ich bin froh, dass ich das überhaupt so hinkriege, wie ich es gerade mache. Ja, ja. So, hier geht's raus, dann fahren wir hier rum. Max halt doch, dass das nur ein 718er ist, ne? So. Aber wenn man sich dran oder dran hält, dass man so das Ganze so ein bisschen eine Richtung anlegt im Hof, ne? Dass da also, ja, ich sag's mal, entweder Uhrzeiger oder Gegenuhrzeiger sind fest, dann ist das alles ein bisschen, ja, stimmig, ne? Da kommst du dir selten in die Füße. Man muss halt nur gucken oder hoffen, dass man alle Gebäude in dem, ja, in dem Uhrzeigersinn angefahren kriegt. Und dann läuft das eigentlich ganz gut, ne? So, oh, guten Tag. Ja, der Verkehr, der hat mich auch schon ein paar Mal genervt hier. Was ist das für eine Stallung hier? Ist das nochmal ein Schafstall oder was? Ach, was nochmal, das ist der einzige, wir haben ja gar keine Schafe auf dem Hof. Siehst du, das ist zum Beispiel ein neues Gebäude, ne? Da war zwar vorher auch Schafstall, aber nicht das Gebäude, es ist neu. This is new, also relativ new. So, dann fahren wir hier weiter rein. Was auch natürlich jetzt dadurch geschuldet ist, dass es ein neues Gebäude ist. Früher muss man doch daneben am Kanal vorbeifahren, um die Kühe zu füttern und zu Wasser zu bringen. Das hat sich jetzt geändert. Weil der Kuhstall ist ja jetzt anders befahrbar. Ne? So, da haben wir hier dann. Ja, Silage-Silo kann man nicht. Kann ich nicht schreiben, da muss ich hier Silage-Produktion oder sowas hinschreiben. Ne? Oder Silage-Turm schreibe ich mal. Ich glaube, so heißt das Ding tatsächlich. Da haben wir also nichts verkehrt gemacht. So, und dann binden wir noch den Kuhstall ein, indem wir einfach mal durchballern. Und nennen das Ganze dann Kühe Fütterung.
Ja, Moment. Achso, doch, das kann man so. Ah, genau. Dann weiß ich es jetzt. Dann weiß ich es jetzt. So, dann fangen wir nämlich von hier nach da. Und dann mache ich ab und zu ganz gerne die ganzen Punkte hier halt, markiere ich dann als Nebenstrecken, dass der Kollege nicht so verwirrt wird. So, und dann fahren wir hier ab durch die Kuhstall. Bin gleich fertig, Leute, bin gleich fertig. Oh, gehen wir schon 26 Minuten drauf. Ey, lick of funny. So, kurzes Momentchen, weil wir müssen noch von hier nach hier, dass wir da vielleicht die Lage direkt fahren können. Na. Kuhstall Anlieferung. Gib mir noch einen Punkt, bitte. Danke. So, dann kommen wir hier rausfahren und hier wieder dran fahren. Und dann haben wir das auch verbunden. So, das reicht mit dem Einfahren für heute. Der Anhänger fährt noch, das ist wunderbar. So Stellplätze für die Hänger und Fahrzeuge muss man auch noch überlegen, wie und wo ich das mache. Ja, dass sie immer schön nicht im Weg stehen. Ich könnte mir auch vorstellen, bei den Gebäuden hier, dass da tatsächlich durchregnet noch, wie es damals war. Oder auch vielleicht ein Schnee durchfällt. Wir werden es sehen. Sind jetzt tatsächlich Sachen, die mir auf der Map relativ egal sind. Weil, ja, wie gesagt, ist ein Klassiker. Ne? Ist so. Es ist genauso, ein VW Käfer oder ein 1er Golf, die haben auch noch keine Klimaautomatik. Ne? So muss man es einfach sehen. Oder kein Abstandsregeltempomat. Ne? Gute, ältere Sachen müssen nicht immer alles ganz modern haben. Ist doch logisch, geht doch gar nicht. So, ich habe übrigens, ach, habt ihr gar nicht gesehen, habe diesen GMC getauscht und habe diesen Toyota Hilux Invincible. Ja? Und ein aufmerksamer Zuseher hat mir auch geschrieben, ich hätte interessante Nummernschilder bzw. Kennzeichen. Ja? Wenn ich das auf US umstelle, soll das Kennzeichen? Das geht ja nicht. Ja? Aber manche von euch haben es gecheckt, was ich meine. So, wo ist er denn, der Steier da ohne? Jawohl, macht das schön, das geht schön. Ganz schön versaut, der Kollege, ey. Also, eingesaut heißt es so. Ja. Was ich auch gedacht habe, wir werden, oder ich werde, wie auch immer, wir können auch zusammen. Ich hätte gern hier in dem Fall auf der Südhemmer erstmal, ja, jede Menge verschiedene Getreide- und Gemüsesorten. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es da auch Karotte, Zwiebeln gibt hier schon. Dass man erst einmal, ja, so eine Grundmenge an Weizen, Gerste, Mais, Raps, Hafer, keine Ahnung, was alles gibt, im Lager haben und dann erst beginnt,
Produktionen zu bestücken oder sowas, ja. Oder auch mit den Tieren, ja. Ich habe zwar jetzt eine Wutz und eine Kuh, um die ich mich trotzdem kümmern muss, klar. Aber die sind nur gekauft worden, dass ich diesen Misthaufen in der Mitte austauschen kann, dass der von beiden Tieren beschissen wird. Und, ja, ne, dass man da auch erstmal die ganze Rohstoffe und Grundstoffe und Grundnahrungsmittel hat für die Tiere, bevor man da jetzt die Dinge kauft. Ich habe auch keinen Bock, ich habe hier auch, was habe ich denn hier an Schulde? Achtung, ich speichere mal kurz. Danke. Ich habe, glaube ich weiß nicht, so viel ist es nicht. 100.000, ja, bis jetzt. Hab die zwei Traktoren, die wir haben. Ich habe ja auch schon, ja, Gebäude muss ich keine kaufen, die haben wir ja schon standardmäßig drauf. Ja, wir haben die zwei nicht ganz so kleine Felder. Ja, haben wir auch alles an Maschinen. Wir haben eine Walze. Das muss ja auch dann gleich gewalzt werden. Ja, also hier gibt es noch nichts. Ich hoffe mal, ich kann ja nichts versprechen, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht, die sieht man jetzt diese Version, ob das jetzt einfach nur eine ja, Kopie war von der alten, die jemand genommen hat und hat so einfach zwei, drei Gebäude erneuert, ausgetauscht und hat sie dann konvertiert und hochgeladen. Oder ob das die gleichen Jungs sind, die das damals ja, rausgehauen haben und die dann eventuell auch hingehen und machen hier dann noch, was weiß ich, was da alles war. Weißkohl, Rotkohl, Karotten, Zwiebeln, Erdbeeren, keine Ahnung. Es waren ja etliche Sachen, da waren ja Listen, wie lange. Das wäre natürlich genial. Ne? Aber wenn das nicht kommt und die Map bleibt so, wie sie jetzt ist, für immer. Dann bleibt die aber so, wie sie ist, nicht für immer auf meinem Kanal. Ne? Vielleicht macht man sich dann ja, zu viel Hoffnungen, weil man sie halt von damals kennt und damals auch ganz toll war. Und wenn es aber so nicht mehr kommt, dann, ja, dann ist es, dann geht es halt irgendwann. Ne? Es gibt da einen Spruch aus meiner Betriebswirtschaftsschule. Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das kann hier auch passieren dann. Je nachdem, wie die Updates da rauskommen. Wenn keine kommen, dann ist die Map früher oder später auch wieder weg. In diesem Sinne, ich bin jetzt auch weg. Das war wieder mal etwas länger. Ich hoffe, ich habe euch nicht gerade zum Einschlafen gebracht. Wie gesagt, das ist hier. Das Feld ist noch einzusehen das nächste Mal. Und dann mal gucke, Aufträge, was da an Land zu ziehen ist. Die Riesenaufträge gibt es hier tatsächlich auch nicht. Ne? Also jetzt auf der Marsch gibt es rentablere. Hier ist zum Beispiel Düngen, ne? Das sind zusammen noch keine 15.000. Ja, hier, klar, Sojabohnen verkaufen, das ist was, aber da brauchst du auch gleich. Oh, wobei. Das wären jetzt gar nicht so viele Liter, ne? Für das Geld. Ballenpressen gibt es hier momentan gar nicht. Vielleicht weil August ist, das kann auch sein. Spritzen gibt es einiges, ne? Aber alles ja, im Rahmen mit der Kohle. Ja, also auf der Marsch hast du da öfter mal fünfstellige Zahlen stehen, ne? Hier beim Düngen. Egal, können wir alles mitnehmen. Kleinvieh macht auch Mist, ne? In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen und Abo nicht vergessen, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal auf der Südhemmen. Bis dann. Tschüssi.